Hallo zusammen, hier ist Anouk. Es geht weiter mit Mafia. Hey Boss. Ich bin sofort hergekommen. Setz dich, Tom. Wir haben einen Maulwurf. Nein. Wer? Ich lag die ganze Nacht wach und habe mir das Hirn zermartert. Irgendwann dachte ich, vielleicht ist es einer von uns, der nicht genug verdient. Jemand mit leichter Brieftasche, der eventuell bei Morello anklopft. Frank war nicht da, also bin ich zum Safe, um die Bücher durchzusehen. Er bei uns möglicherweise zu wenig verdient. Was kam heraus? Die Bücher sind weg, Tom. Shit. Frank. Ich kenne ihn seit über 50 Jahren. Alles, was ich habe, habe ich durch Frank. Jeder Dollar, den wir verdient und ausbezahlt haben, steht in diesen Büchern. Wenn er sie den Behörden gibt, sind wir erledigt. Frank respektiert nur eine Person in der Stadt, und das sind Sie. Das muss ein Missverständnis sein. Ich rufe ihn ständig an. War bei ihm zu Hause. Er ist weg. Frau und Kind auch. Aber warum? Tja, der ahnt, dass es bergab geht und steigt Keine aus. Ahnung. Er wird seine Gründe haben. Vielleicht hat er den Hund nie vergessen. Den Sie ersäufen wollten. Ja. Als ich ihn nicht ersäufen durfte, habe ich ihn abgeknallt. Ich war ein dummer Junge, Tommy. Aber ganz egal, wir brauchen diese Bücher zurück. Geh zu unseren Informanten. Vielleicht weiß jemand was. Wenn du Frank erwischst, hol diese Bücher. Und wenn er sie nicht bei sich hat, quetschst du aus ihm heraus, wo sie sind. Danach musst du, was getan werden muss. Vincenzo wartet mit einem sauberen Wagen auf dich. Ach, nee. Morello steckt da mit drin. Ich weiß es. Tja. Anzunehmen. Vincenzo wartet mit einem sauberen Wagen auf dich. Tja, Frank ist ausgebüxt. Mit einem Haufen wichtiger Informationen. Tja. Harte Zeiten, das darf Tom. Nicht ans Licht kommen, Tom. Fang mit Biff an, aber gib ihm nichts. Ich habe hier einen neuen Wagen. Und hier ist noch was, wenn du willst. Sieht Frank eine Lupara, weiß er Bescheid. Alte Schule. Tja, alte Schule. Wir brauchen diese Bücher zurück, bevor die Feds sie gegen uns verwenden. Ja, da ist wohl was drin. Okay, so, wir fahren Cabrio, in Ordnung. So. So, mal gucken, wann ich das zu Klump gefahren habe, bei meinem Glück. So, dann ab ins China-Viertel, ab zu, das war doch Biff, oder? Ich glaube schon. Nein, ich will nicht rückwärts fahren. Ach, kommt, ich fahre jetzt einfach. Ja, das klappt doch super. Na, jetzt fahr auch. Fährt einer so scheiße wie ich? Meine Güte. So.
Sag doch ab ins China-Viertel, aber gut. Jetzt brauche ich auch nicht mehr umschalten. Jetzt sind wir eigentlich auch eh gleich da. Tja. Warum ist Frank abgehauen? Weiß er einfach, dass wir auf einem absteigenden Ast sind? Ich meine, das wäre natürlich gut möglich, ne? Ich meine, so wie die Geschäfte momentan laufen, steigt er einfach nur rechtzeitig aus. Ja, will er die Informationen weiterverkaufen? Das ist vielleicht doch eine späte Rache für den Hund. So, alles klar, hier waren wir schon mal. Die Leute im Berg sagen, dass sie streiten wollen. Natürlich habe ich das nicht gehört. Tja, dann auf zu Biff. So, hier bimmeln die Windspiele. Tommy, was ist los? Tja, das wollen wir auch noch rauskriegen. Gibt's irgendetwas Neues, was den Don interessieren könnte? Vielleicht. Was wär's dir wert? 20 Mäuse. Besser 40? Gut, dann raus damit. Das FBI ist hier. Morello hat denen was gesteckt, aber ich weiß nicht was. Wer sagt das? Little Tony hat einen Typen in Black Cat abgefüllt und nach Hause gefahren. Hm. Hat hübsch gezwitschert. Fragt ihn. Okay. Danke. Little Tony. Okay. Hat er umdekoriert seit dem letzten Mal? Hing der Schweinekopf auch schon da? So, Little Tony. Gut, dann brauchen wir nicht auf den Hinterhof. Immer ein Vergnügen, Tommy. Naja. Ob das wirklich so ein Vergnügen ist mit uns. Zumindest ist es wahrscheinlich immer ein gewagtes Spiel. Wenn man mit unser eins zu tun hat. Ich glaube, wenn man da in Ungnade fällt, ist auch nicht schön. So, die Bullerei. Heieiei. Ja komm, ich habe jetzt echt nichts gemacht. Es war jetzt echt harmlos. So. Dann mal ab. Schauen wir mal, wer das ist. Es gab da eine Tür in der Nähe. Man hat dreimal geklopft, etwas Bein gezeigt und bekam die ganze Nacht Freigetränke. Ja, Kinder, so läuft das mit den Freigetränken. Na gut. So. Ist alles okay, Tom? Holt sie euch, Jungs. Spiel 7 der goldenen Serie von 1933 findet heute statt. Die Lost Heavenlancers treten heute gegen die Empire Bay Cannons in der Armory an. Und ein Team wird sicher die Trophäe mit nach Hause nehmen. Nach einer heldenhaften Saison voller spannender Wendungen wird Captain Barney Smith seine Männer aufs Spielfeld führen, um den ersten Sieg für die Lancers nach 2 Jahrzehnten in der goldenen Serie zu holen. Tja, dann. Nein, ist es nicht. Was war das mit dem Typen, den du heimgefahren hast, von den Feds? Der wollte erst nur einen Drink. Am Ende waren es 10. Hat Leute für eine Art Unterschlupf gesucht. Wo? Oak Hill, Ecke Pine. Hat 10 Mäuse gezahlt, damit ich ihn zurückfahre und den Mund halte. Hat verraten, dass Stadtrat Gilotti einen Deal zwischen Morello und dem FBI vermittelt hat. Die haben da drin jemandem aufgelauert. Warum hast du nichts gesagt? Tom, das hab ich. Frank weiß Bescheid. Hat er dem Don nichts gesagt? Nein. Nee, hat er nicht. Nein, hat er nicht. Tom, was ist los? Tja, Süßer, das wollen wir auch noch herausfinden.
Oh, ich hab was runtergeworfen. Entschuldigung. Sorry. Aber ich bin die Mafia. Die Mafia darf das. Tja. Ab zur Unterkunft. Ah, okay, ja gut, jetzt habe ich verstanden, was ich hätte machen müssen. Die Leute im Berg sagen, dass sie streiten. Aber gut. Ich fahre hier. So. Hatte. Was ist denn jetzt los? Okay, also wir brechen das ab. Ich und Auto fahren. Es ist wieder der Klassiker. Oh. Hier ist es wohl. Ja. Eine ganz nette Gegend, hm? Ja, könnte ich jetzt bitte mal bauen. Super. Zeig mir diese Geschäftsbücher, Frank. So, jetzt weiß ich auch nicht recht. Ich darf wahrscheinlich nicht zu dicht ranfahren. Ei, das ist ja total meine Spezialität, gell? Unauffällig. Andere nachfahren, super. Na gut. Ja, geil, wohin aber warum? Bringen Sie dich wohl. Oh, weia, mal gucken, wie häufig ich das hier spielen muss, die Sequenz. Weil entweder geht er mir verloren oder ich werde erkannt. Wir gucken mal. Ist ja jetzt nur die Frage, dieser Deal, der da ausgehandelt ist, das betrifft dann wahrscheinlich auch Frank. Oder, ja, ganz offensichtlich, Hullerei kommt. Hallo. Hotel Corleone nach dem Gasleck wieder geöffnet. Holen Sie sich die Zeit. Ja, nachdem wir in dem Hotel eine kleine Verwüstung gemacht haben. Naja. Du Idiot. Ja, dann lauf doch. Ach, du olle Schnecke. Entschuldigung, mein Fehler. Ja, sehe ich auch so. Dein Fehler. Sag mal, Kinders, was macht ihr jetzt hier? Ich fahre jetzt. Muss zu irgendeinem Treffen sein. Ja, scheiße. Und wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht mehr. Doch da. Da vorne ist gleich wieder irgendwas. Ja. Tja, Frank, das hätte ich von dir nicht gedacht. Ich habe gedacht, du bist so einer der richtig harten Urgesteine, der sich sozusagen als letztes lebendes Schuldschild noch vor den Don stellt, aber... Tja. So kann man sich täuschen. Scheiße. Sie bringen dich zum Flughafen, Frank? Ups, ja. Bürgersteige sind nicht so meins. Ja, gut, den fliegen die zumindest aus der Stadt. Ich meine, ich wollte in der Stadt auch nicht bleiben. An deren Stelle.
Wow. Mal gucken, was das gibt. Wird das jetzt noch eine Ballerei am Flughafen? Oh Mann. So, die legen jetzt ein bisschen Tempo vor. Ich mach mal hier mit. Wow, ich bin abgebogen und keiner hat gehupt. Habt ihr das gesehen? Soll ich den hier neben reinstellen? Ist das gemeint? Aber das ist doch kein versteckter Ort hier, oder? Okay, ja gut. Okay, einfach mal den Aufgaben folgen und... Aber nicht den Frankie am Poppestätscheln, gell? Wer sind diese Leute? Das FBI? So ein Typ hat mir eine Marke gezeigt und mich rausgeholt. Hey, komm, wie lange dauert das noch? Ja, finde heraus. Geil. Kann ich hier einfach durchlatschen? Der Flughafen ist geschlossen. Okay. Gut. Die Flüge werden abgesagt, da bin ich mir sicher. Gut, ich bin nicht mehr beobachtet. Was machen wir jetzt? Finde heraus, wo Frank hingebracht wird. So, das ist wieder viel zu einfach, wie ich das mache. Natürlich sieht man mich jetzt erstmal hier. Wie war denn das? Komm ich? Nee, wie konnte ich denn da drüber? Wie war das denn? Geh mal hoch. Kannst du nicht mal springen? Mist, wie war das denn? Wie, Ich meine, das war doch A, oder? Kannst du bitte mal? Och. Okay. Ja, und jetzt wieder. Ja. Ja, ich weiß, es ist ganz auffällig, unauffällig, wie ich das wieder mache. Ja. Kannst du mal rennen? Kannst du bitte einfach mal rennen? Ich bin hier! Komm doch her! Pass doch auf, wo du hingehst, Mann! Runter von der Straße! Runter von der Straße! Wie konnte ich noch mal ziehen? Echt, habe ich jetzt echt nur das eine Ding dabei? Ja, gib mal Gas. Und wo ist Frank? Okay, hier bin ich jetzt also. Und wo ist Frank? Der ist irgendwo da drüben. Da stehen Jungs, da stehen Jungs. Ja, warte mal. Aber so richtig geil komme ich doch jetzt hier auch nicht rüber. Und hier eine Wumme, die nur zwei Schuss hat. Wo habe ich denn? Geh mal runter, duck dich! Dich doch mal, geh doch bitte mal in Deckung. Es kann doch nicht sein. Hallo? Hallo? Oh. Verdammt! Oh, verdammt! Wieso duckst du dich denn jetzt nicht mehr?
Und wie ging das mit dem Nachladen? Oh. Bitte duck dich doch mal. Geh doch bitte mal in Deckung. Es kann doch... Oh. Ja, mach so weiter. Das hat doch eben geklappt mit der Deckung. Warum jetzt nicht mehr? Ja, genau. Warum hab ich nur so ein scheiß Zwei-Schuss-Ding? So, das ist doch wieder Mist, wie ich das gemacht habe. Tom. Frank. Der Don schickt mich. Dachte ich mir. Tut mir leid, dass du es sein musst. Soll ich ihm was ausrichten? Ich wünschte, es wäre besser gelaufen, aber Morello hat mir nachgesetzt. Ist okay. Ihr könnt rauskommen. Ach, Scheiße. Morello bot mir einen Tausch an. Die Geschäftsbücher für unser Leben. Und einen Flug aus der Stadt. Hat er die Bücher schon? So dumm bin ich nicht. Sie sind sicher. Morello wartet auf das. Ein Schließfachschlüssel bei der Grand Imperial Bank. Ich sagte Morello, ich würde ihn übergeben, wenn das Flugzeug startklar wäre. Seine Männer wollten ihn vor dem Abflug holen. Habe ich erledigt. Sie sollen einsteigen. Also, March, Alice, steigt ein. Frank, du kommst mit uns. Nicht jetzt, Schatz. Schnallt euch an. Tommy und ich haben etwas Geschäftliches zu besprechen. Aber Frank! Steig ein, Marge! Für Alice. Für mich. Bitte steigt in das verdammte Flugzeug. Auf, jetzt beweg dich. Nicht lange nachdenken da. Ja, ich habe ja echt ein Herz für Frank. Ich würde ihn ja eigentlich laufen lassen. Wenn er wirklich die Wahrheit sagt, hoffentlich. Wurdest du bezahlt? Ja. Dann jetzt doppelt. Du fliegst die Damen hin, wo sie hin möchten. Ja, Sir. Danke, Tom. Gott, Frank. Wir hätten dir doch geholfen. Ich wollte einfach aussteigen. So oder so. Ich bin müde, Tommy. Müde, meine Frau anzulügen. Müde, vor jeder Fahrt unter den Wagen zu schauen. Und müde zu warten, bis mich der Don abknallt. Ja, wie den Hund. Ey, komm, lass den Frank doch laufen. Wir haben doch, was wir brauchen. Verdammt, Frank. Los, einsteigen, auf. Hoffentlich geht das gut. Hoffentlich kommen die überhaupt in die Luft. Mann, Mann, Mann. Tja. So, Freunde, drückt uns... Was ist dein Problem? Entschuldige. Hoffentlich sind die Bücher auch wirklich im Schließfach. Wo sind bitte die Schließfächer? Unten bei meinem Kollegen, Sir. Danke. Unten beim Kollegen, na dann. Gucken.
Aber hier, Leute, mal ganz im Ernst, jetzt so, ich kann hier noch nicht mal das Waffenrad auswechseln. Toller Tag, was? Ja, genau. Fing spitze an bis jetzt. Ich hoffe, du bleibst anständig. Ich immer. Ich möchte zu den Schließfächern. Für Frank Coletti. Ah ja, Mr. Angelo? Ja. Mr. Coletti hat uns mitgeteilt, dass Sie Zugang erhalten sollen. Bitte, folgen Sie mir. Als Angelo sollen wir da Zugang? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, weil eigentlich war ja das Schließfach... Ja, gedacht, dass ja einer von den Morellos das abholt. Und er ist ja Tommy Angelo. Okay, vielleicht habe ich auch wieder irgendwas nicht gerafft. Gucken wir mal. Tja, oder Frank, so schlau wie er ist, hat sich schon gedacht, dass das wieder anders kommt. Ich holte die Bücher und verwischte meine Spuren. Salieri stellte nie irgendwelche Fragen. Abgesehen von der Beerdigung hat er nie wieder über Frank geredet. Machst meine Jungs nervös, Marco? Sergio und ich wollen Frank nur unseren Respekt erweisen, mir nicht. Ich habe ihn lang gekannt. Fast so lang wie du. Ein guter Mann. Klug. Loyal. Loyal zu seiner Frau und vor allem seiner Tochter. Wenn darin keine Ehre liegt, Enio. Mag sein. Und doch stehe ich hier vor dem Grabstein seines kleinen Mädchens. Wie jetzt. Das Leben ist hart. Okay. So ganz verstanden habe ich es nicht. Oder hat sich Salieri dann jetzt doch noch da die Kleine gekrallt? Also... Okay, ich... Naja, mal gucken, vielleicht traf ich es beim Schneiden. Mal gucken. Okay, ja, das soweit. Ich befürchte, dass jetzt gleich schon wieder sozusagen der Vorspann, das Intro für die nächste Quest sozusagen oder das nächste Kapitel läuft. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich. Bleibt gerne bitte weiter mit dabei. Gerne einen Daumen nach oben da lassen und ja, auch gerne kommentieren. Bis dann, eure Anouk.